Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie schon angekündigt, geht es heute um die schlechtesten, aber auch wirklich abgrundtief grausamsten und beschissensten Spiele, die wir zu unserem Leidwesen je zocken mussten. Ganz am Anfang vielleicht noch eine kleine Information. Sascha ist heute leider nicht dabei. Dem geht es nicht besonders. Wir haben uns aber im Vorfeld noch abgestimmt und gesagt, wir haben versprochen, dass das Video heute kommt. Deswegen heute ausnahmsweise bin ich mal alleine. Sascha tut es total leid und er wäre auch wirklich gerne dabei gewesen, aber er muss sich leider einfach ausruhen. Trotzdem soll uns das nicht daran hindern, heute über die wirklich Scheißspiele schlechthin zu sprechen, die es nun mal einfach gibt. Ich gehe jetzt auch direkt zu zwei Spielen und ich bin mir ganz sicher, dafür wird es Hate geben, dass die auf dieser Liste gelandet sind. Und zwar sind das Far Cry New Dawn und Far Cry 6. Wer das gestrige Video gesehen hat, wir verlinken es auch gerne nochmal in der Beschreibung, hat schon gemerkt, als wir über Far Cry gesprochen haben, dass ich da ziemlich genau darauf hingewiesen habe, dass wir doch bitte 3 und 4 nennen. Weil ich bin ein riesen Far Cry-Fan. Ich habe bis auf den ersten und zweiten, muss ich ehrlich eingestehen, alle Teile gespielt. Und auch wirklich detailliert gespielt. Wie das ganz gestern schon erwähnt, 3 war genial, 4. Gleiches Niveau, 5 ist schon deutlich schwächer geworden. New Dawn ist für mich einfach völlig schlecht geworden. Dieses postapokalyptische, ja, sie versuchen aufzubauen auf der Geschichte vom fünften Teil und dem Ende. Ich finde, muss auch ehrlich sagen, die Hintergründe, dass man dann rausfindet, was ist denn aus unserem vorigen Protagonisten aus dem fünften Teil geworden? Was ist aus Joseph Seed geworden? Das sind schon ganz coole Geschichten, aber das Spiel selbst ist einfach mit diesem, wir sind postapokalyptisch, wir haben diese komischen Waffen. Die ganze Welt sieht einfach irgendwie, ganz ehrlich, scheiße aus. Es hat mich so geärgert, dieses Spiel. Ich habe mich so drauf gefreut, ein neuer Far Cry Teil. Ich war schon etwas gedämpfter, weil der fünfte nicht so gut war, aber einer kann immer schief gehen. Der Teil war einfach scheiße. Es tut mir leid. Es hat einfach nicht mehr den Spaß gemacht. Man hatte nicht mehr dieses gleiche Gefühl. Es waren dann irgendwelche komischen Biker-Gangs, Zwillinge, die da einen auf Bikerin und Schläger machen und als die tollen Herrscher der Postapokalypse. Ich meine, wenn Far Cry nicht eh schon immer unrealistisch war, wurde es jetzt wirklich, wurde dem die Krone aufgesetzt. Es war das Unrealistischste, was ich einfach je gesehen habe. Ja, das ist einfach für mich grausam gewesen. Ich fand dieses Spiel so scheiße und ich bereue es auch ehrlich, es gezockt zu haben. Aber hätte ich es nicht, hätte ich jetzt nicht drüber reden können. Und jetzt der nächste Teil, Far Cry 6. Das werden jetzt ganz viele garantiert nicht nachvollziehen können. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf Far Cry 6 so gefreut. Sascha genauso. Wir waren so voller Vorfreude. Wir haben Monate im Voraus jede Nachricht, die dazu kam, inhaliert. Und was kam? Wir haben es, ich glaube, in 2 Tagen durchgezockt. Also wirklich am Stück. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade im Nachhinein merke ich, dass dieses Spiel einfach nicht auf dem gleichen Niveau war. Erstmal, was soll der Scheiß? Ihr stellt uns wieder einen wirklich charismatischen, tollen, völlig krank im Kopf geratenen Gegner vor, der auch noch toll synchronisiert wurde. Und wir kriegen den nie zu sehen. Man trifft im ganzen Spiel 3-mal auf ihn? Warum? Wie kann das sein? Wie kann man denn, wenn man Far Cry 4 und 3 programmiert hat, so einen Müll daraus machen? Ist das doch gerade das Beste in diesem Spiel gewesen, dass dieser wirklich völlig kranke, auf die Couch gehörende
Antagonist, den du in der Story hast, dir ständig, aber wirklich ständig auf den Sack geht. Das muss sein. Du musst öfter auf den treffen. Und weißt du, auch dieses Prinzip. Ja, wir lernen jetzt ein paar neue Leute kennen. Wir müssen uns aufbauen. Wir sind Guerillakrieger. Ey, das finde ich prinzipiell gar nicht so schlecht. Und was mich aber auch wieder gestört hat, jeden, den du triffst, der ist einfach so wirklich aus der 80er Jahre Actionkiste gekramt. Motherfucker, Badass, so schlimm wie es nur geht. Da siehst du, weißt du, dann lernst du den einen kennen und siehst erstmal, wie er mit einem Krokodil ringt. Was soll denn sowas? Weißt du, klar sind so eine Szenen auch zwischendrin mal cool, aber sie sind so mega austauschbar. Wir lernen ihn kennen, nur damit er später dann einfach völlig sinnlos verreckt. Ganz klar hier nochmal, das wird jetzt eine direkte Spoilerwarnung. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und es hiernach noch spielen wollt, jetzt einfach ausschalten. Es ist unglaublich. Er nimmt die Bombe, reitet damit weiter. Also jetzt mal ohne Scheiß. Schmeißt sie doch einfach weg. Schmeißt sie einfach weg. Wir haben gesehen, die Explosion ist gar nicht so heftig, dass du die paar Meter weiter reiten müsstest. Du hättest sie einfach ganz fucking weit wegwerfen können und in die andere Richtung reiten können. Nein, ich mache jetzt hier einen auf Superhelden und ja, mich einfach selbst in die Luft für die anderen. Völlig unnötig. Völlig unnötiger Tod. Tut mir leid, es ruft auch keine Emotionen beim Spieler hervor, weil es einfach nur dämlich ist. Es hat keinen Sinn gemacht. Und das Schlimmste ist tatsächlich einfach noch, dass wir unseren Antagonisten einfach fast nie treffen. Und dann kommt das Ende. Das Ende ist so beschissen, dann stellt sich raus, der Typ ist todkrank. Und was macht er? Er tötet seinen Sohn und dann sich selbst. Das heißt, du hast nicht mal die Genugtuung in diesem Spiel, den Antagonisten selbst umzubringen oder die Entscheidung, ob du ihn umbringst. Selbst in New Dawn hatten wir bei einer der Schwestern noch die Möglichkeit zu sagen, okay, hau ab, ich will nie wieder was von dir hören. Aber die Entscheidung wird uns hier genommen. Er stirbt. Er stirbt einfach. Und dann auch noch so unnötig. Weißt du, was soll denn das? Das ist nicht der Stil der Antagonisten, den wir sonst haben, dass die sich selber umbringen. Es ist einfach nicht der Fall. Die wollen dich kalt machen. Und du gewinnst. Das ist hier komplett verloren gegangen. Und ich habe das Gefühl, auch diese Missionen, die wiederholen sich so oft. Dadurch, dass ich ständig den Antagonisten auch nicht dabei habe. Ich meine, ich treffe seinen Sohn öfter als ihn. Und dadurch wiederholt es sich alles wieder. Klar sind die Missionen in Far Cry häufig dasselbe. Damit habe ich ja auch gar nicht das Problem. Aber ich brauche zwischendrin immer wieder mal diesen Punkt. Da ist jetzt dieser Psycho. Der labert mich jetzt wieder voll. Jetzt treffe ich ihn. Jetzt schnappt er sich mich. Jetzt muss ich da rauskommen. Das haben wir in 3, das haben wir in 4, das haben wir in 5. Aber wir haben es einfach in 6 nicht. Es passiert ein einziges Mal. Und ehrlich gesagt, wirklich spektakulär war das auch nicht. Bevor ich mich jetzt hier weiter aufrege, gehen wir zu dem nächsten Spiel. Ihr dürft gerne kommentieren, warum ihr mir zustimmt oder warum ihr denkt, dass ich absolut Scheiß laber und Far Cry 6 ein gelungener Nachfolger der Far Cry-Reihe ist. Ich freue mich auf eure Kommentare. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ab in die Tonne mit dem davor. Jump Force. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass Sascha und ich, wir sind große Anime-Fans. Wir haben uns total gefreut, ein Spiel mit Naruto, mit Ruffy und Son Goku. Ey, was willst du mehr? One Piece, Dragon Ball und Naruto vereint. Wir waren so hyped auf dieses Game. Wir haben es vorbestellt und am ersten Tag sofort gestartet. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel so schnell wieder beiseite gelegt wie dieses. Es ist so schlecht. Die Kämpfe gehen ja sogar noch, obwohl auch die irgendwie nicht wuchtig
spaßig genug sind. Wenn ich dann doch eher an so ein Mortal Kombat oder auch in einen Injustice denke, da hab ich viel wuchtigere Kämpfe. Das ist einfach viel, viel, viel besser. Es macht viel mehr Spaß. Ich habe auch das Gefühl, einen ordentlichen Treffer zu landen. Und die Story ist ja wohl der letzte Müll. Man kämpft größtenteils immer wieder gegen dieselben austauschbaren Schattenfratzen, nur damit am Ende dann einer von denen aus den eben genannten Animes, ob Vegeta, ob Sasuke, sonst wer, einfach nur von Schatten besessen sind und wir kämpfen gegen sie, um sie zu befreien. Es ist immer derselbe Ablauf. Klar, ist es in den meisten Spielen so, aber ganz ehrlich, wenn ich an Mortal Kombat denke, an den Einzelspielermodus, da habe ich wenigstens noch eine Story. Das ist kein Meisterwerk, aber da habe ich wenigstens noch so ein bisschen Unterschied drinne zwischen den Kämpfen. Klar, es läuft immer auf den Kampf hinaus, aber ich habe eine Geschichte, die wenigstens einigermaßen interessant ist. Hier, es ist immer dasselbe. Die Zwischenszenen sind absolut lachhaft, kommt viel zu selten vor und dafür machst du immer wieder, immer wieder, immer wieder dasselbe. Und dann gegebenenfalls sogar auch Charaktere zu retten, die du gar nicht wolltest. Es ist einfach, ehrlich gesagt, kein gelungenes Spiel. Und für mich gehört dieser Dreck, obwohl es so viel Potenzial gehabt hätte, einfach direkt in die Tonne. Da sieht man schon das nächste Spiel. Ich muss dazu sagen, Sascha selbst kein großer Fan der Fallout-Reihe. Wir haben 76 trotzdem zusammengespielt. Ich bin ein Riesenfan. New Vegas, Fallout 4. Übel geile Games. Ich habe mich so gefreut, als Fallout 4 damals angekündigt wurde. Ich habe so viele Spielstunden darin verbracht. Ich habe dieses Spiel so oft gespielt. Ich habe die ganzen Erweiterungen gespielt, die kamen. Das Spiel finde ich einfach geil. Logischerweise habe ich mich extrem gefreut. Fallout 76. Open World online. Besser kann's doch nicht gehen. Ja, falsch gedacht. Bugs ohne Ende. Die Story ist absolut austauschbar. Die Charaktere sind einfach nicht mehr interessant genug. Und habe ich schon die Bugs erwähnt? Ich meine, wenn du jemanden in Fallout-Manier den Schädel wegschießt und er erstmal 15 Minuten Breakdance auf dem Boden macht, durch die Blutfontäne aus seinem Hals, dann sprechen wir einfach nicht mehr über irgendeinen lustigen Bug, sondern über echt Fehler. Das sind krasse Fehler, die auch selbst ein Jahr später noch nicht korrigiert waren. Das Spiel ist generell relativ leer geworden, weil es einfach auch wenige spielen. Es ist sehr weitläufig. Es sind zu wenig Belohnungen wirklich drinne, damit ich dann doch immer wieder die gleiche Arbeit verrichte. Es macht einfach prinzipiell wenig Spaß. Ich habe tatsächlich auch Bugs gehabt, die mich daran gehindert haben, Missionen überhaupt zu machen. Ich konnte etwas nicht errichten, was ich errichten sollte. Es ging aber nicht. Es war ein Bug. Und das ist ziemlich scheiße. Ich hatte Bugs, wo dann die Türen nicht aufgehen. Missionen, die ich ständig wiederholen musste. Ständig. Ist eigentlich gefühlt immer. Und da geht der Spielspaß verloren. Jeder kennt das. Es gibt in jedem Spiel Missionen, die man nicht leiden kann. Man macht sie aber, weil es ein cooles Spiel ist. Mein Beispiel ist zum Beispiel Far Cry 4. Gefängnis. Wo man vom Berg runterkommen muss. Ich hasse dieses Level. Ich liebe das Spiel. Ich habe das Spiel bestimmt, weiß ich nicht, wie oft gespielt. Und trotzdem hasse ich dieses Level und mache es einfach immer ungern und finde die Stelle auch doof. Also der Zusammenhang dahinter ist cool, aber die Stelle ist scheiße. Aber in Fallout 76 ist jede Mission kacke. Es ist einfach Dreck. Es macht keinen Spaß. Es ist auch einfach nicht mehr dasselbe wie die Spiele, die man spielen konnte, als man Fallout 4 oder New Vegas spielen konnte. Das war einfach was anderes. Es hat viel mehr Spaß gemacht. In Fallout 4 als online. Absolut geil. New Vegas online. Ich bin sofort dabei. Fallout 76? Nein.
Auf keinen Fall. Dieses Spiel werde ich nicht mehr anfassen. Ich weiß, es kommt immer wieder neuer Content und sie versuchen es immer wieder noch oben zu halten. Ich weiß, dass es auch eine treue Community gibt, die spielt, die bestimmt auch ihren Spaß dran haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so dran gehindert worden, irgendwie halt auch zu looten, was mir in so einem Spiel einfach auch wichtig ist. Und ganz ehrlich, dass die PvP-Fights, die man starten konnte, also die man natürlich auch einfach loslegen konnte, waren einfach scheiße. Sie haben einfach keinen Spaß gemacht. Es ist halt einfach dadurch, dass die Community halt auch wirklich nur noch auf die Leute beschränkt ist, die es probieren wollen, die ganz schnell wahrscheinlich beiseite legen werden und irgendwelche Hardcore-Fans, die sagen, man kann was draus machen, finde ich auch völlig in Ordnung, sei ihnen überlassen, aber für mich ist dieses Spiel absoluter Müll und sie hatten so ein Potenzial und ein nächstes Fallout, da werde ich ganz genau hinschauen, ob ich das spiele. Lieber Fallout 5. Das wäre ein Versuch. Da würde ich mich auch dann gerne nochmal hinsetzen und das spielen. Vielleicht auch auf diesem Kanal, wenn eins kommen sollte. Okay. Dann sind wir eigentlich auch schon bei unserem letzten Spiel heute. Heute sind es ein paar weniger, weil wir sprechen wirklich über Spiele, die wir absolut nicht leiden können. Sascha und ich haben die im Vorfeld gründlich ausgewählt. Es gibt natürlich viele Spiele, wo ich sage, na, die sind nicht doll geworden oder machen mir persönlich einfach keinen Spaß. Aber ich möchte schon wirklich genau begründen können, was die Fehler einfach an diesen Spielen sind und warum sie so scheiße sind. Und jetzt kommt ein Spiel. Wir haben es nicht mal zum Start gespielt. Wir haben es viel später erst gespielt. Ich glaube, es ist nicht mal ein Jahr her, dass Sascha und ich uns dieses Spiel für, ich glaube, 50 Euro im PlayStation Store gekauft haben, weil wir auf sowas Lust hatten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Schlimmste daran war noch, dass das Spiel, ich glaube, 2 Wochen später am Angebot für 8 Euro war. Und nicht mal das ist es wert. Auch hier gibt es wieder eine große Community, viele Fans, die das auch noch aktiv spielen. Aber für mich ist dieses Spiel der schlimmste Müll und ich bereue es. Ich würde es bereuen, wenn ich 1 Cent für das Spiel gezahlt hätte. Und jetzt werden mich Leute, die es gespielt haben, absolut nachvollziehen können. Es geht um Ark Survival Evolved. Das Setting, okay, da müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, auf Dinos reiten mit Sturmgewehren ballern, ist nicht jedermanns Sache. Mir ging es eigentlich nur um das Prinzip, dass ich wirklich ein gutes Survival-Spiel haben wollte, ein Aufbauspiel, wo ich Stück für Stück meinen Charakter halt auch durch die verschiedenen Stufen der Evolution und der Technik bringe. Und ich habe Ark entdeckt, habe gedacht, ich habe mir tatsächlich sogar Videos angeguckt. Ich habe mir Streams angeguckt. Aber ich war dann doch so optimistisch und hab gesagt, das Spiel, komm, gib ihm eine Chance. Das sieht doch cool aus. Da kannst du viel machen. Klar hat es Fehler und alles. Aber was ich dann spielen musste, erstmal ist es so, dass man schon mal man hat es relativ schwer, auf einem Server jetzt noch was aufzubauen, weil einfach viele viel weiter sind. Und gut, man kann natürlich PvE-Server nehmen, habe ich tatsächlich auch gemacht, aber trotzdem ist es natürlich so ein bisschen bedrückend, wenn du dann die Bauten und die gezähmten Tiere und sonst was von allen siehst. Ich habe mich so gefreut, dass du Tiere zählen kannst. Ey, Dinos auf jemanden hetzen, Drachen, Flugsaurier auf einem Triceratops reiten. Mann, ey, wirklich, ich hatte so Bock auf das Spiel. Aber es hat sich rausgestellt als absoluter Müll. Nicht nur, dass du absolut Einbrüche in der Grafik hast, je nachdem, wo man gespielt hat. Ich persönlich habe auf PS4 gespielt, auf Gaming-Laptop habe ich es nicht angefasst, weil es mir einfach auf der PS4 schon gereicht hat, was das für ein Müll war. Dementsprechend kann ich nicht sagen, ob es auf dem Laptop vielleicht etwas besser gelaufen wäre. Hier haben wir natürlich auch eine viel bessere Grafikkarte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel überhaupt irgendwo gut läuft. Ich meine, das einzig Lustige an diesem Spiel ist, dass man kacken kann und die Kacke aufheben kann. Und dass man seinen Charakter echt zu einer Knubbelfigur machen kann. Ich hieß damals, du kannst deinen Charakter auch selber benennen, ich habe mich Royd genannt, weil ich habe mir die kürzesten Beine gegeben, die ging, die dünnsten Beine, die ging und den Oberkörper gemacht à la Arnold Schwarzenegger. Das fand ich wirklich lustig, das war schon ein richtig guter Anfang für mich, vor allem kannst du die Sachen verziehen, da können Sachen rauskommen. Das ist wirklich lustig. Du kannst andererseits dir aber auch wirklich Mühe geben und einen Charakter erstellen, je nachdem, wie man halt auch Lust hat, gegebenenfalls auch einer, der einem ähnlich sieht. Aber
bis auf dem wirklich die kleine Ausnahme, dass du die Kacke aufheben kannst, was ich wirklich lustig fand. Und auch einfach ständig zwischendrin kackst. Also es ist halt, soll halt realistisch sein, es ist halt einfach wirklich Abbrüche, Serverabbrüche. Du disconnectest, du laggst und ich habe eine der schnellsten Internetleitungen, die in Deutschland überhaupt verfügbar sind, mit 1000 Mbits die Sekunde. Und trotzdem, es laggt. Du wackst rum, du kletterst auf einem Stein, bist in dem Stein, bist zwischen den Steinen, du läufst gegen den Baum, du bist in dem Baum, du bist der Baum auf einmal. So eine Scheiße, das ist einfach ein so unfertiges Spiel, was uns da vorgeworfen wurde. Ich meine, es geht nicht mal um das Prinzip, dass du halt auch irgendwie, wenn du dann ständig von irgendeinem Kackdino geholt wirst und das auch nur, weil du verdammt nochmal Scheiße leckst, dass du dann anfängst zu sagen, ey, ist das Scheiße. Oder dass das Spiel einem vielleicht auch nicht genug an die Hand nimmt und genug erklärt, was man wirklich machen muss. Viel muss man selber rausfinden. Ist gar kein Problem, habe ich kein Problem mit. Aber dass du einfach, du kannst dich anständig spielen. Ich glaube, wir haben nicht eine Spielsession online geschafft, wo wir nicht durch irgendwelche Bugs abbrechen mussten, wo wir nicht durch irgendwelche Abbrüche vom Server abbrechen mussten oder wo nicht einfach auf einmal die Grafik so abgekackt ist, dass du, ey, weiß ich nicht, Minecraft gespielt hättest und absolut blind bist. Wirklich, du hast minus sechs Doptrien oder so. So sah es dann zwischenzeitlich aus. Und Textureinbrüche überall. Auch über sowas kann man hinwegsehen, aber dieses Spiel macht dabei dann einfach keinen Spaß mehr. Es könnte so gut sein, es hätte so gut sein können, aber ich ärgere mich so, so viel Geld dafür ausgegeben zu haben. Sascha geht es genauso. Deswegen ist das hier auch unser Top 1. Ich glaube, man muss allen Ernstes sagen, die Leute, die Ark spielen können, ich weiß nicht, was ihr für harte Motherfucker seid. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kriege nicht nur Aggression, ich kriege Depression, ich kriege Heulkrämpfe. Ich würde am liebsten in der Fötusstellung unter der Dusche mit der Whiskyflasche in der Hand weinen, wenn ich dieses Spiel gespielt habe. Es tut mir leid, es ist der größte Müll, den ich zu meinem Leidwesen einfach spielen müsste. Es ist der verdiente Platz 1 der beschissensten Spiele, die es auf diesem Planeten gibt. Ich hoffe, ihr konntet mich nachempfinden. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt uns auch gerne dazu, welche Spiele wir vergessen haben. Was ist das schlimmste Spiel, was ihr je zocken musstet, wo ihr nicht nur das Geld zurück wollt, sondern auch die Lebenszeit, die ihr dabei verloren habt. Schreibt's rein. Wir freuen uns drauf. Wir sind auch offen, gerne mal diese Spiele auszuprobieren und dazu ein Video zu machen. Habe ich immer gerne, dass ich spiele auch gerne mal Trash. Und wenn euch unsere Videos gefallen, seid doch so lieb. Like da lassen, Freunden Bescheid geben, unserem Instagram-Kanal folgen und natürlich ein Abo da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne auch die Glocke aktivieren. Das war's mit mir für heute und Sascha grüßt natürlich euch alle auch nochmal da draußen. Und am Donnerstag kommt das nächste Video hochgeladen, wird das nächste Video hochgeladen und dann ist Sascha natürlich auch wie gewohnt wieder dabei. Es wird der zweite Teil von unserem Let's Play It Takes Two. Und ich sag euch ganz ehrlich, es lohnt sich. Schaut auf jeden Fall rein. Bis dann.